Diese Muskeln lassen jede Gegnerin erschauern. 35,5 cm, der unglaubliche Umfang ihres Bizeps. Camilla Kätström, gebürtige Schwedin, seit 18 Jahren lebt sie in Deutschland. Und im Armdrücken, besser gesagt im Armwrestling, macht ihr so schnell niemand was vor. Ich habe 4 Weltmeistertitel und 3 Europameistertitel, 18 Mal deutsche Meisterin, ich glaube 8 Mal schwedische Meisterin und so weiter. Das Beunruhigendste aber ihr Spitzname. Bonebreaker, zu Deutsch Knochenbrecherin, weil sie einer Gegnerin vor Jahren auf einer Europameisterschaft mal den Oberarm brach. Sportlerrisiko eben. War keine Absicht oder so, sondern es ist einfach passiert. Passiert leider. Genauso wie in anderen Sportarten, Muskeln gehen kaputt oder ja, Verletzungen ist halt da. Ihr härtester Kampf aber kommt erst noch. Trotz aller Bedenken will ich sie herausfordern. Ein Fernsehreporter, 33 Jahre, mit nun ja eher bescheidenem Bizeps. Das Duell des Jahres. Mann gegen Frau, Amateur gegen Profi. Wir treten an am echten Wettkampftisch der Armwrestler mit Ellbogenpolster und extra Griffen für die andere Hand. Ready, go. Manche Dinge erledigen sich eben schneller als gedacht. Die Zeitlupe zeigt es, ihre Technik 1A, ihre Kraft außerordentlich. Das Ergebnis gerade mal 2,26 Sekunden. Und trotzdem noch ein paar tröstende Worte vom Champion. Potenzial hast du, aber wir müssen dann richtig arbeiten dran. Nur zum Weltmeister reicht es wohl nicht mehr. Ach, war ja, mit der Frau möchte ich nichts zu tun haben. Da verdrücke ich mich jetzt lieber. Tschüss.